Hallo und herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Hinweise, Kommentare, Kritik und Anregungen könnt ihr wie immer unter manglaubtesnicht.wordpress.com hinterlassen. Darauf freuen wir uns wie immer sehr. Hallo Oliver. Hallo Till. Sag mal, ist die Martina heute dabei? Martina fällt heute aus. Ach, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Na wunderbar. Dann machen wir zu zweit weiter. Hörer beschimpfen Podcaster. Kommentiert. Wie ihr wisst, rufen wir euch ja in jeder Folge dazu auf, uns Kommentare, Hinweise, Kritik, Lob und Streitigkeiten und alles andere zu hinterlassen in den Kommentaren auf manglaubtesnicht.wordpress.com. Das freut uns ja immer, wenn unser Podcast nicht nur in eine Richtung geht, sondern wir so ein bisschen das Gefühl haben, Dialog mit euch auch zu haben und es sozusagen einen Rückkanal dadurch gibt. Allerdings muss man sagen, auch dieser Rückkanal ist natürlich nicht ganz unproblematisch zu sehen. Deswegen lese ich euch jetzt einen Kommentar vor, der so ein bisschen das Thema hat, wie es da in den Kommentaren eigentlich abgeht. Weil manchmal finde ich es ganz toll, da sind alle Diskutanten total konzentriert und halten sich an ein Thema. Es werden coole Sachen besprochen. Es gibt aber einige Leute, die einfach immer so ein bisschen dazwischen funken und das Thema komplett verfehlen. Und dann geht es um ganz andere Sachen. Und manchmal hat man auch das Gefühl, es werden immer wieder dieselben Sachen besprochen. Und offensichtlich hatte der User oder die Userin Carsten auch dieses Gefühl. Carsten schreibt: Ich habe lange nicht mehr hier gelesen, weil es trotz toller Themen von manchen Kommentatoren immer nur denselben Unsinn ohne Einsicht gab, was jede Diskussion zerstört und einfach langweilig ist. Heute habe ich mich dazu hinreißen lassen, hier zu lesen, und ich sehe, dass es immer noch denselben Unsinn ohne Einsicht von eben denselben Kommentatoren wie damals gibt. Nur kurz reingeschaut und sofort gemerkt: Schwurbelalarm, raus hier, schreit jede Faser. Zeitverschwendung, schreit jeder vernünftige Gedanke. Richtig, es hat sich nichts geändert. Dann bin ich mal wieder weg. Zeitverschwendung und so. Ja, ich muss sagen, das tut mir total leid, Carsten. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es nicht ganz zur Sache ist. Aber wie gesagt, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die Diskussionen, die geführt werden, total cool sind und mir auch Spaß machen zu lesen. Es ist natürlich viel Übung oder Zeitaufwand, da immer wieder zu gucken und so. Das verstehe ich auch. Aber eigentlich fände ich es schade, wenn der Gesamteindruck so bleiben würde. Also, die Frage liegt nahe, sich zu sagen, wenn du so angeödet bist von der Diskussion, warum liest du sie dann und machst dir die Mühe, einen langen, ausführlichen Protestbrief zu schreiben? Das kann ich schon verstehen. Also, es liegt ja wohl eher das so, dass er gerne eine andere Diskussion hätte. Ne? Ja, genau. Mhm. Und da kann ich dann nur sagen, wenn du eine andere Diskussion willst, dann führ die doch. Aber versuch nicht, andere dazu zu bringen, sie zu führen. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich lese so ein bisschen Kritik. Er schreibt ja explizit, es ist einige Kommentatoren, die das immer wieder an sich reißen. Ja, aber ich meine, aber man kann sich auch ignorieren. Damit muss man doch leben. Wenn viele Leute interessiert, wenn es nicht interessiert, soll es halt ignorieren. Du wirst ja nicht gezwungen, das Internet zu lesen. Ja, das stimmt. Also, das stimmt. Man müsste irgendwie. Ich verstehe das, ne? Ich dachte auch so, ja, es ist schon manchmal. Aber wenn dir eine Diskussion nicht gefällt, dann fühl sie nicht. Es ist so einfach. Ja, nee, das ist eigentlich super einfach. Auf der anderen Seite denke ich auch manchmal so, boah, Konzentration, Leute. Aber am Ende des Tages bin ich auch froh darüber, dass es viele Diskussionen gibt und nicht wenige. Es ist natürlich mal eine grundsätzliche Kritik an der Diskussion. Nicht, das wäre dann aber nicht mehr über das Medium oder über diese Kommentarspalten da, sondern an den Diskutanten ist zu sagen, jetzt ihr dreht euch im Kreise. Seht ihr nicht, dass ihr euch im Kreis dreht? Ihr habt seit Monaten oder seit Jahren dieselbe Diskussion. Warum führt ihr die eigentlich noch? So, ja, das kann ich schon verstehen. Ja. Aber hier so aufzuregen drüber, liegt mir dann auch fern. Ja, die Leute könnten was anderes machen. Die können spazieren gehen in der Zeit. Ja, oder halt einen anderen Wohnung anstreichen. Thread anfangen, ne? Es ist auf jeden Fall, ich finde es auch, es ist so ein kleiner, schmaler Grat vielleicht, dass man halt, die Frage ist halt, wenn wir jetzt anfangen, sowas zu moderieren, dann kommt man ganz schnell in so eine Situation, wo man halt die Hoheit hat und den Verdacht ausgesetzt wird, wir würden da was zensieren und was uns nicht mehr gefällt, das ist ja auch doof. Wenn wir jetzt irgendwie hingehen und was uns nicht gefällt löschen, sind wir ja nicht besser als die wir immer kritisieren. Ne? Also
So eine, ich sag mal, so eine Demokratie muss halt die viele Meinungen aushalten. Das ist halt leider so, ne? Das Problem an der Demokratie ist halt, dass alle mitmachen dürfen. Also das ist keine Demokratie, ne? Das ist unsere Webseite. Wenn wir nicht mehr wollen, dass da was besprochen wird, dann löschen wir das. Das hat auch mit Zensur nichts zu tun. Wir sind nicht die Merkel, wir können niemandem Gericht oder die Polizei auf den Hals setzen. Das ist unser Internetvorgarten. Wer da reinpisst, bestimmen wir. So. Und ich meine, ich mache das ja meist, dass ich das da moderiere oder wie das heißt. Und was ich meine, mache, habe klare Regeln festgelegt, an die sich auch die meisten halten. Und wenn ich andere Diskussionen überflüssig finde, finde ich die überflüssig. Aber da kann ich halt nichts dran ändern. Will ich auch gar nicht. Ja. So, und ich finde, wir reden jetzt schon viel zu lange über was, was eigentlich nicht stattfindet. Wunderbar. Auf zum nächsten Kommentar. Ich habe rausgesucht Kommentare zu dem Thema. Wir hatten in einer der letzten Folgen besprochen, dass auf dem Stadtschloss, was in Berlin gerade aufgebaut wird, jetzt ein großes goldenes Kreuz prangen soll. Und dazu gibt es auch von euch Meinungen. Und zwar schreibt Sky Daddy: Wenn man Grütters Argument mit dem historischen Wiederaufbau akzeptieren würde, müssten auch die Hakenkreuze und Nazi-Propaganda-Gemälde im VW-Werk in Wolfsburg wiederhergestellt werden. Ja, so sehe ich das auch. Also die Argumente, die Grütters da vorbringt, um zu rechtfertigen, dass er jetzt unbedingt ein Kreuz aufs Dach muss, die halten nicht stand. Ne? Mit der Logik müsste man ja noch ganz andere Sachen. Nein, ich glaube, also nee, das finde ich, also da bin ich nicht mit Sky Daddy einer Meinung. Ich denke, die Hakenkreuze sind ein direkter für alle. Sind sich da einig, dass bis auf vielleicht welche Randgruppen, dass das ein Zeichen des Hasses ist und der Niedertracht. Und deshalb wollen wir das da nicht haben. Und bei einem Kreuz sind sich die Leute da halt nicht einig. Für viele ist das was total Schönes, ein Zeichen dafür, der inneren Wärme, das Fuzzy-Gefühl, das Zusammengehörigkeit. Ja. Für uns ist es Dominanz und ein Folterwerkzeug, was es natürlich historisch auch ist. So, die Frage ist das da überhaupt historisch gewesen? Und wenn ich das sehe, ist das umstritten, weil die das nämlich ziemlich spät erst da drauf geschraubt haben. Also nicht die ganze Zeit, die das Schloss da stand. Ah, dann heißt es aus verschiedenen. So, deshalb ist das Argument komisch. Mhm. Verstehe, das war mir auch nicht bewusst, dass man gar nicht weiß, ob es da oder wann es da drauf kam. Ich meine, ich hätte das mal gelesen. Ja. Aber das, so, um ehrlich zu sein, so unglaublich interessiert es mich auch nicht. Es war nur so dieses absurde, bekloppte Argument, mit dem die Frau da losging. Das ist irgendwie das Kreuz als Zeichen des Toleranten. Und eigentlich ist das auch der Gott der Atheisten und so Scherze. Ja, genau. Wie absurd das ist, zeigt auch der Kommentar von User Unknown, der nämlich schreibt: Ich bin dafür, eine große lila Kuh auf die Spitze des Schlosses zu setzen. Das soll keine Werbung für eine Schokoladenmarke sein. Vielmehr stehe die lila Kuh allgemein für Süßwarengenuss glücklicher Familien, wie eine Sprecherin des US-amerikanischen Nahrungsmittelkonzerns Mondelez International mitteilte. Ja, und es ist auch ein Zeichen für Liebe und Frieden und ja. Geschwisterlichkeit, die lila Kuh. Ja, man macht ein eindeutiges Propagandasymbol dahin und redet sich das dann irgendwie schön und sagt, nein, das steht allgemein für dies und das. Man redet sich halt so, wie man es gerade braucht, ne? Zu unserer Sendung über den Podcast unter Pfarrerstöchtern schreibt Luisa: Danke, dass ihr euch diesen Podcast für uns angehört habt. Ich war schon neugierig, konnte mich dann aber doch nicht dazu überwinden, mir das reinzuziehen. Der ist wirklich bekannt, ne? Also die Leute kennen noch alle die Frau, die das macht. Ich genau. Die gar nicht. Das war mir auch nicht klar, aber Luisa schreibt nämlich auch weiter: Was mich wundert, ist, dass ihr anscheinend Sabine Rückert gar nicht kennt. Die Frau ist durch ihren anderen, extrem guten und bekannten Podcast Zeitverbrechen zum Riesenphänomen geworden. Ich finde die als Person wirklich super und schlau. Schade eben nur, dass sie jetzt auch christliche Propaganda macht. Ja, das mit dem super und schlau merkt man aber nicht in dem, was wir gehört haben. In dem, was wir gehört haben. Kann sie da gut verbergen. Ja. Also ich war auch überrascht, dass die offensichtlich total bekannt ist und offensichtlich zeigt sich hier, dass ich nicht so viele Podcasts höre, wie ich sollte. Ja, interessant, dass die Frau so bekannt ist. Interessant, dass wir das nicht wussten. Finde ich aber eigentlich ganz geil, dass wir das nicht wussten, weil so haben wir einfach das genommen, was sie da sagt und ohne Kontext bewertet oder uns angehört und darüber gesprochen. Das finde ich eigentlich eine legitime Methode, weil der Podcast muss ja auch für sich stehen. Man kann ja jetzt nicht nur sagen, ja, weil die einen anderen tollen Podcast hat, muss man der jetzt irgendwie extra Blumen schenken. Nö, ja, der schreibt die Hörerin ja auch nicht. Sagt genau. Nur, ihr kennt ihn nicht. Ja, genau. Das ist Mick Jagger. Ihr kennt ihn nicht? Ja. So, also ja, ist uns entgangen, dass die berühmt ist, die Frau. Soll ich damit gegen was mal machen? Ich habe keine Ahnung, dein Haus piept. Ja, ich sag ja, der schleudert seine Wäsche da um. Uns hat jemand geschrieben, der heißt Lars. Die Bibel hat viele Menschen geprägt, so wie Karl May eine ganze Generation von Jungen geprägt hat, auch wenn die Texte heute ungenießbar erscheinen. Keine Ahnung,
warum in dieser Besprechung jeder Wortwitzel des Podcasts mit pubertärem Gekicher und Schnappatmung à la Alice Weidel, unglaublich, unglaublich, begleitet wird. Die Damen behandeln die Bibel ganz klar als ein Stück Literatur. Mich würde mal interessieren, mit welchen Büchern, Filmen oder Erzählungen die beiden Jungs in diesem Podcast aufgewachsen sind. Ja, ist doch Tone-Trolling. Wir sind religiös unmusikalisch. Ah, ja, es ist Tone-Trolling. Ja, Kritik ja, aber nicht in diesem Ton. Ja. Gerne auch. Kritik ja, aber nicht an mir. Ja, oder nicht an dem Buch, was ich so toll finde. Ja. Ja, also. Also die Bibel mit Karl May zu vergleichen, macht jetzt ja. Ja, es gibt es beides auf toten Bäumen gepresst. Aber ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich finde auch, das macht die Kritik irgendwie. Also ja, im Namen von Karl May sind ja nicht über Jahrhunderte Leute umgebracht worden oder klein gehalten oder die Frauen als Dienerkaste in der Gesellschaft gehalten worden. Da kann man Karl May ja nun wirklich nicht zu. Oder unfassbare Machtstrukturen aufgebaut worden, die bis heute die Welt umspannen. Genau. Netzwerke. Massiver Kindermissbrauch hat alles nichts mit Karl May zu tun. Ja, ich kenne Karl May nicht, vielleicht war es ja ein ganz übler Kerl, aber ich habe mal versucht, ein Buch zu lesen. Ja, naja, habe ich dann ziemlich schnell sein gelassen. Ja, pubertäres Gekicher ziehe ich mir gerne an. Habe ich aber kein Problem mit. Ja, wir hatten doch schon festgestellt, dass das so ein bisschen Trockenbrötchen sind, die da diesen Podcast machen. Vielleicht sind die Hörer auch so. Ja, ich fand auch ganz interessant, dass jetzt zu diesem Podcast über die Pfarrerstöchter uns Kommentare erreicht haben von Usern, die ich auf unserem Blog bis jetzt noch nicht gelesen hatte. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist das ein Nebeneffekt von der Bekanntheit dieser Frau. Dass da jetzt tatsächlich dieses Stichwort Sabine Rückert irgendwie das Leuten zu hören gibt, die unseren Podcast vielleicht noch gar nicht kannten. Könnte ja sein. Die kriegen dann Schnappatmung. Oder die sagen dann, wir kriegen Schnappatmung. Ja, genau. Noch jemand, der Schnappatmung kriegt, und zwar exakt fast in dieselbe Richtung, ist Prinzipal 3-2 Posaune. Schreibt: Also mir wurde euer Podcast vorgeschlagen, da ich unter Pfarrerstöchtern eigentlich gerne höre. Ich muss leider sagen, ich finde es schade, dass ihr so undifferenziert und lasch, stellenweise auch sehr überheblich an diese Kritik herangegangen seid. Niemand kann euch vorschreiben, was ihr zu denken und zu glauben habt, aber zumindest in einer geistigen Offenheit auch an solche Themen sich zu wagen, ist meines Erachtens sehr wichtig. Das war bei euch, so meine Einschätzung, nicht der Fall. Ja, das habe ich auch gelesen. Wenn ich jetzt mal ein bisschen auf die B-Note ausweichen darf, die sprachlichen Gemeinsamkeiten zwischen Lars und, wie heißt der? Prinzipal 3-2 sind enorm. Ja. Und wenn man genau hinguckt hat, teilen sie sich auch die gleiche IP-Adresse. Ah. Aber das vielleicht nur so. Da, das habe ich mehr gesagt. Ja, okay, verstehe. Das habe ich nicht gecheckt. Fiel mir so ein bisschen auf. Interessant. Ist ja egal. Ja, gut, sehr gut. Mit diesen populistischen Mitteln arbeitet also die Christenmafia, die hier versucht, die Bibel zu verteidigen und weiterschreibt, offensichtlich dieselbe IP-Adresse. Also vielleicht versucht ihr das nächste Mal ein wenig differenzierter, toleranter und weniger von oben herab so etwas zu besprechen. Kritiker gern, aber doch nicht an mir. Ja, also da ist jemand, der möchte unglaublich gerne das alles schön finden und sich in so einem Wohlfühlfaktor suhlen und die Frauen auch so nett finden und mit denen zusammen am liebsten Tee trinken. Und wir sagen halt, wir finden das nicht so geil. Ja, tut uns leid. Schade. Wohlfühlfaktor fort. Aber hey, insgesamt trotzdem, herzlich willkommen auf unserem Blog. Bitte, wenn schön, ihr Interesse ihr habt, seid. Kommentiert weiter, beschäftigt euch mit uns, dann werden wir uns auch mit euch beschäftigen, wie wir hier. Allerdings sind wir nicht sicher, ob wir ein Niveau erreichen können, das euch hinreichend erscheint. Diese Entscheidung und Einschätzung überlassen wir ganz euch. Mhm. Ihr könnt ja noch weitere Christenfreunde zu Rate ziehen und denen das mal zu hören geben, was wir so zapfen, dann können alle Christen sich darüber austauschen, was wir für ein Niveau haben. Das fände ich jetzt nicht so schlimm. Das ist der typische Vorwurf an Atheisten. Man hätte das Niveau nicht. Es geht überhaupt nicht um Niveau. Wie sagt man das? Es ist eine Finte. Das ist Strohmann. Das ist ein Strohmann-Argument. Nee, Strohmann ist das nicht. Das ist eine Finte. Es geht nicht um Niveau. Es geht darum, dass du sagst, was ihr sagt, stimmt nicht. Sondern kannst du dich über das Niveau beschweren, wie du willst. Dadurch ist die Aussage immer noch genauso richtig. Ja. So, was die gerne hätten, sind so die alten Atheisten aus dem 19. Jahrhundert zurück, die dann erstmal 40 Jahre Theologie studiert haben und dann gesagt haben, ja, aber ist das denn moralisch in diesem und jedem Detail?
So, und das ist halt nicht mehr so. Die werden halt nicht mehr kritisiert aus irgendwelchen internen moralischen, aus ihrem Textkorpus raus, sondern die werden kritisiert, weil es ihren Gott nicht gibt und weil sie politisch unglaublich viel Schaden anrichten. Ja. So, das ist ja direkt. Das kannst du, ja, ist das niveaulos? Keine Ahnung, weiß ja nicht, was die wollen. Literarisch ist das niveaulos. Aber wir machen ja auch keine literarische Kritik. Ja, ich finde auch. Wir haben ja auch nicht die Bibelkritik, ja, haben wir auch. Ne? Wir haben ja. Überhöhung der Bibel kritisiert. Die Überhöhung der Bibel, genau, das denke ich auch. Weil wir einfach nicht den Bonus noch geben, zu sagen, ja gut, es ist ja wirklich eine sehr schöne Sprache. Weil wir finden das halt nicht schön und wertvoll. Und ja, das müsste man erst mir zeigen. Und das haben sie halt nicht. Ja. Die Geschichten stimmen auch nicht. Und als Erklärung für irgendwas funktioniert das auch nicht. Ja. Mir hat hier vor einer Weile ein Christ gesagt, die Bibel, das wäre ja ein Angebot. Ja. Das könnte man jetzt annehmen, müsste man aber nicht. So, und deshalb fand ich das ganz prima, dass du dann mit diesem Podcast um die Ecke gekommen bist, wo die beiden Personen jetzt versuchen, das Angebot mal so ein bisschen auszulegen im Schaufenster. Mhm. Und du denkst, was ist das denn? Ja, wir haben es halt einfach nicht genommen. So, das ist auch ein scheiß Angebot. Es ist ein scheiß Angebot. Tun so, als wäre das sonst was und du müsstest niveauvoll sein. Aber es sind halt einfach nur alte Geschichten, die auch nichts erklären und die auch keine Ethik enthalten und die einem auch keine Gottheit weiterbringen, näher bringen oder irgendeine Moral näher bringen, weil du mit all dem Kram nichts anfangen kannst. Das ist kein Angebot mehr, das valide ist. Ja, und das Argument zu sagen, ja, aber das muss er irgendwie von einer gewissen Qualität sein, sonst hätte es nicht so lange überlegt, ist ja völlig überlebt, ist ja völlig falsch, weil das ja sich umgekehrt verhält. Das ist ja eine Vertauschung von Ursache und Wirkung. Das hat halt aus machtpolitischen Gründen so lange überlebt, weil das halt so gepusht worden ist. Und deswegen hat man das heute noch, aber nicht, weil das, wenn es einfach so für sich stehen würde, dann wäre es schon längst vergessen worden. Weil es total, weil wie du sagst, es erklärt nichts, es ist nicht schön, es ist gar nichts. Wenn da nicht dahinter stecken würde, so ein Masterplan von der Kirche, die sich über Jahrtausende an der Macht gehalten hat, dann wäre das Buch schon längst vergessen worden. Ja, ist so. Also. Ja, und es eignet sich ganz großartig zum Unterdrücken von den Doofen. Ja, und deswegen ist das Alter dieses Buches kein Beweis für die Relevanz. Sondern umgekehrt. Nein, es war auch damals schon primitiv. Also wenn du das vergleichst mit, wenn das Neue Testament, mit dem ich habe irgendwann mal angefangen, also Übersetzungen von den römischen Klassikern zu lesen, wenn du das vergleichst mit, das ist total lächerlich. Das ist Neue Testament ist total lächerlich. Ja. Also auch literarisch und auch was die versuchen zu erzählen. Tja, tut uns leid. Wir finden die Bibel nicht geil und wir finden es auch geil, die zu überhöhen. Liebe mehrere oder ein Kritiker. Tut uns leid. Und schon sind wir wieder am Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Ich bin einigermaßen stolz, dass ich diesen Satz jetzt, ohne abzulesen, einigermaßen fehlerfrei aufsagen kann. Anfügen möchte ich, wie immer, dass wir uns sehr über eure Kommentare freuen, die ihr hinterlassen könnt, ohne euch anzumelden, ohne euren Namen oder E-Mail-Adresse anzugeben, bei manglaubtesnicht.wordpress.com. Wir freuen uns auch auf jeden Shitstorm von euch, aber natürlich auch über Lob. Und wenn ihr uns weiterempfehlt, von Mund-zu-Mund-Propaganda sind die meisten Podcasts schon groß geworden. Es sei denn, du hast einen Podcast in der Zeit. Dann brauchst du das nicht. Stimmt, da ist man von all diesen Pflichten befreit, weil dann ist man bei den Guten, per Definition. Vielen Dank also fürs Zuhören, vielen Dank fürs Weiterempfehlen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.